Hallo und herzlich willkommen zurück nach einer etwas längeren Pause hier bei Wolfenhain. Ich habe mittlerweile gar keinen Plan mehr, was wir hier schon gemacht haben, was wir noch machen müssen und ja, schauen wir mal. Danke, der ging mir mit seinem trotzigen Gezappel schon die ganze Zeit auf den Geist. Selbstloses Tun. Infolge blindwütiger Klickerei trägt den Helden kleine 20 Erfahrungspunkte ein. Okay. Das Ding steht unter akutem Seeschlangenverdacht. Das ist ein Aal, du Experte. Ha, das würde ich von mir auch behaupten, wenn ich auf arglose Opfer aus wäre. Okay. In einer Reihe. Herrje, in einer Reihe. Was ist denn so schwer daran, dass es die Tiere nicht begreifen? Wird das heute noch was? Ja, ich mach ja schon. Sag dem langen Scheusalinder Naffermeid, ich brech ihm die Gräten, wenn ich ihn nochmal sehe. Gut, richten wir aus. Das will ich auch hoffen. Okay, warum nicht? Gibt nichts Schlimmeres als eingefleischte Landratten. Kannte mal einen, der wollte Netze machen, indem er versuchte, Löcher zu verknoten. Die Helden sammeln die dritte von drei wirklich blöden Anekdoten. Okay, wir haben jetzt immerhin alle dummen Anekdoten gesammelt, wofür auch immer wir die brauchen. Naffers Flosse, wo kommen wir da nur hin? Dass man die Leute aus dem Bruch nicht anschreiben lassen darf, weiß jeder, der nichts zu verschenken hat. Aber nun betrügen einen schon die Wachen. Die Wachen! Ja, wo geht man denn da hin und klagt sein Leid? Zu mir als deinem Geldeintreiber. Ich möchte, dass die Burschen zahlen. Wie du das anstellst, ist mir gleich. Und weil ich deinen Blick sehe, ja, 20% der Schuldsumme sollen dir gehören. Die Freveler strafen vor dem größeren Auftrag des Lichts nacheilen? Was? Okay. Wirfst du das nur ein, um mich zu irritieren, oder führt das noch zu irgendwas? Wer schuldet dir denn alles, was Fischweib? Ich warte bei gleich zwei Wachen noch auf mein Gold. Da ist Audomar aus dem Torviertel, der mir die 15 Münzen für einen Rapfen schuldet. Okay. Und dann Wächter Hugo bald vom Osttor. Von dem kriege ich 10 Gold für zwei Regenbogenforellen. Alles klärchen. Na, lieber nicht gerade hier stehen bleiben. Kommst nicht an den Sack, wie? Brauchst wohl eine Hakenstange, Bloß nicht. Ich stelle mich doch extra so dämlich an, um nicht wieder die schweren Säcke buckeln zu müssen. Schändlich. Ja, das würde mein Vorarbeiter auch meinen, wenn er es rauskriegte. Und so langsam wird er misstrauisch, findet allmählich, kein Mensch könnte sich so idiotisch anstellen. Wenn ich doch nur einen Weg fände, ihn von meiner abgrundtiefen Dämlichkeit zu überzeugen. Wie viel? Hä? Wie viel ist dir die Hilfe wert, Weltfremdling? Naja, also hier hinten im Speicher liegt jede Menge Zeug. Das kann schon mal passieren, dass was Wertvolles runterfällt. Abgemacht. Okay. Habt ihr schon was um meine abgrundtiefe Dämlichkeit, meine zu den himmlischen schreiende Idiotie, meine Bregenlauheit beweisen zu können? Hetz mich nicht, ich bin auf der Spur. Mir fällt leider auch niemand ein, der sowas glaubhaft bestätigen könnte. Das ist ja schon fast ein Doofheitsattest. Okay. Es ist schon wieder etwas aus den Speichern verschwunden. Und wenn es etwas gibt, bei dem die Ratsherren so gar keinen Spaß verstehen, dann ist das die Schmälerung ihres ehrbaren Eigentums. Verdammte Diebe. Okay. Sowas hab ich gern. Du kannst das Tor gleich wieder zuschieben. Die Ratsherren wissen schon, warum sie ihre Speicher bewachen lassen. Okay. Was fummelt ihr an der Tür herum? Die Ratsherren wissen schon, warum sie ihre Speicher bewachen lassen. Benimm dich wie ein Erwählter, Erwählter. Ja, passt. Ja gut, dann waren wir am Hafen. Wir müssen jetzt aber noch mal ins Torviertel zu der Wache. Das Fischweib im Hafen wartet immer noch auf seinen Goldwächter. Und? Und? Was soll dein Und? Du musst deine Schulden bezahlen. Pfö. Brun appelliere, Valdrada bezirze. Was denn? Den? Was soll mit ihm sein? Ja, was? Ist dir zufällig entgangen, dass ich mein Auge eher auf die hübschen Kerle werfe? Meine Güte, wenn er in den Schatten tritt, fällt es doch gar nicht mehr so auf. Was fällt nicht mehr auf? Man müsste ihn schon einmauern, um darüber hinwegsehen zu können.
Also langsam versetzt mir das wirklich einen empfindlichen Stich. Meine Güte, du Sensibelchen. Da versucht man ein Herz für dich zu gewinnen und du keinst. Okay. Ich sehe schon, hier hat ein kleiner Hosenmatz eine gestrenge Ermahnung nötig. Höre also die Geschichte von Varin und dem zerbrochenen Rat, wie sie sich nach den heiligen Rollen unfehlbar so und nicht eine winzige Zeilenbreite anders zugetragen haben kann. Ich setze unmittelbar in Vers 7 ein. Gisulfin nimmt den reuigen Taschenautomaß den schuldigen Betrag. Genug ermahnt, Jungchen, wir können weiter. Hä? Sehr gut. Ja, es wird heute wieder ein kürzerer Part werden. Weil ich nicht wirklich Zeit habe. Aber so ist es halt. Psst, hallo ihr da. Ich gucke doch schon hoch. Oh, richtig. Ihr habt sicher schon an meiner Stimme gehört, dass ich ein hilfloses, hübsches, blondes Mädchen in Not bin, Fremde. Für einen echten Abenteurer sind das vokale Selbstverständlichkeiten, Maid. Ich merke doch, worauf das hinausläuft und sage es deshalb gleich. Wir werden hier überhaupt niemanden befreien. Nicht schon wieder. Befreien? Nichts da. Hier wird niemand befreit und erst recht nicht die Kleine im Turm. Eine Stimme der Vernunft. Bevor sich das verselbstständigt, schiebe ich mal meine Erklärung zwischen eure Wachfantasien. Ich will hier niemanden aus irgendwelchen Türmen befreien. Überhaupt niemanden. Und schon gar nicht aus einem Turm, denn jeder weiß, worauf das am Ende hinausliefe. Worauf? Na, mir reicht deine Versicherung, hier nichts anstellen zu wollen. Und jetzt zurück in die Reihe, Jungchen. Ich habe einen Dialog fortzusetzen. Gar keine Befreiung? Rede ich vlachisch? Nun, vielleicht könnt ihr mir auch auf andere Weise helfen. Jetzt reden wir in meiner Sprache. Ich sitze hier oben schon eine ganze Weile fest und muss mit dem wenigen Vorlieb nehmen, was die Kammer enthält. Armes Ding, wie lange genau musst du schon in derselben Inneneinrichtung leben? Frag bloß nicht, aber was ich jetzt auf die Schnelle am dringendsten brauche, ist Branntwein. Schnaps? Ich bin 17 und mir ist langweilig. Das muss schnellstens repariert werden. Habt ihr Branntwein dabei? Kommt. Schnaps, hier kommt die Belohnung. Auf die Helden regnen 50 Goldmünzen herab. Sag einfach Bescheid, wenn du noch mehr brauchst. Kleine? Lass ja einen Moment, es hat nicht jeder so einen Zug wie du. Schon besser. So, und jetzt wird hier mal gründlich aussortiert und umgestellt. Besser, viel besser. Wisst ihr was? Nachdem ich mich von dem Kitsch befreit habe, habe ich wieder Platz für Innigkeit und echte Tiefe. Mir ist nach einer Laute. Eine Laute? Das kriegen wir hin, aber wie schaffen wir das Instrument zu dir rauf? Und jetzt kommt's. Meine Güte, wir nutzen einfach ein Seil. Kommt überhaupt nicht in die Tüte. Nun stell dich dieses eine Mal nicht so an. Bei meiner Abenteurerehre kein Seil. Soll die Kleine sich etwa die Haare lang wachsen lassen oder was stellst du dir als Ersatz vor? Ist mir egal. Kein Seil. Elender Dickkopf. Der Heimkranz segnet nun den Boden. Scheußlich. Ja, eben. Guck nicht hinein, das bringt Unglück. Okay. Gut. Aber der hier schuldet ja auch noch. Die arme Fischfrau, du Betrüger. Wie? Was? Du liebe Zeit, jetzt werde ich langsam tüdelig. Wilrun kriegt ja noch das Gold für die Forellen. Bittet sie recht eifrig um Entschuldigung, wenn ihr der Guten die Münzen überbringt. Ein Reuiger zahlt 10 Goldstücke in die Heldenkasse ein und lobt ihren Fisch, der war lecker. Okay. Dann gehen wir zurück zum Hafen. Geben der Guten hier das Geld und dann passt es. Die Wächter haben gezahlt? Ihr habt das Gold dabei? Hier ist es. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alles da. Tüchtig, tüchtig, meine Geldeintreiber. Hier habt ihr euren Anteil. Kann es sein, dass es ein ganz mieses Geschäft war? Und 400 Erfahrungspunkte gibt es auch noch für die Mühen. Ja.
Achso, ja, in die Naphomite müssen wir ja auch noch. Wem sollten wir da was ausrichten? Ihm? Der Kurze vom Hafen lässt ausrichten, der will dir die Gräten brechen, falls er dich nochmal sieht. Pöbelbote Stufe 1. Ach ja, frag den Winzling, wie er überhaupt über die Bordwand krabbeln konnte, um zu kläffen. Machen wir. Sonst noch was? Nö. Okay. Der Lange fragt, wie du Winzling überhaupt über die Bordwand krabbeln konntest, um zu kläffen. Pöbelbote Stufe 2. Er wagt es, sagt dem dürren Gestell, ich klapp ihn zusammen, bis es knackt. Ich habe keine Ahnung, ob das so eine gute Idee ist. Aber hey. Sag ihm, wenn man sich über sein Niveau erhebt, steht man auch nur im Keller. Richten wir aus. Okay. Da, 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 da. Hä? Vermutlich spielt er darauf an, dass du so klein bist. Hey, du bist bloß der Pöbelbote. Also verbeißt dir eine eigene Meinung. Ich hasse den langen Landwin, ich hasse ihn. Okay. Das war's dann? Auch gut. Ja, wir gehen jetzt noch ins Bruchviertel. Guckt mal, Jungs, Frischfleisch mit gefüllten Taschen. Schnappt euch die Idioten. Okay. Wir haben schon lang nicht mehr gekämpft. Glaube ich. Ja gut, die Gegner sind tatsächlich nicht mehr so krass. Er klaut jetzt noch. Ah, okay, gut. Und er greift an und dann passt das. Verdammt, was haben die denn für Waffen dabei? Da liegt noch eine von den Münzen. Eine Ratte, süß. Dietriche? Oh. Dann nehme ich jetzt mal einen mit und zu niemandem ein Wort. Alles klar? Dieses Regenfass ist leer. Du musst auch jede deiner Feststellungen lauthals verkünden, wie? Jede einzelne Küken. Ja gut. Juhu. Okay. Hier einen Eingang? Oh. Nein, ich wollte nicht raus. Hey da, Spielmann. Ich bin geneigt, dich mit einer Handvoll Münzen von deiner Laute zu befreien. Meine Laute hergeben? Meine einzige Sicherung gegen Not und Hunger? Versuchst du nur, den Preis hochzutreiben oder meinst du das ernst? Also, zufällig habe ich hier noch eine Ersatzlaute. Meine einzige Zusatzversicherung gegen Not und Husten. Hunger. Richtig, Hunger. Wie viel? 150 Goldstücke. Ich kaufe die Laute. Jetzt, Hadufuns, jetzt! Autsch! So ein Dickschädel. Nochmal, Hadufuns, nochmal! Was zum Gezackten? Hörst du wohl auf, garstige Opa? Mist! Gräm dich nicht, lieber. Du hast es wenigstens versucht. Ach so, ups.
Früher hätte ich so ein Burschchen mit einem kleinen Finger zerrissen. Ich weiß, Hadufunz, ich weiß. Wir finden schon noch einen Weg, die Haushaltskasse aufzubessern. Soll das etwa eure Form der Entschuldigung sein? Man spürt die Härte selbst unter den Sohlen, was? Früher habe ich drüber gelacht, aber heute, so ein weiches Bett wäre vielleicht noch was Feines. Ich habe wieder fleißig gesammelt. Wo andere Müll wähnen, sieht Irmingard den Wert. Ein Fussel hier, einer dort, schon ist der Sack voll. Du sammelst Fussel? Natürlich, klappt man nur eifrig Fussel zusammen, hat man schon bald die Einzelteile für einen vollständigen Lumpen beisammen. Wenn man sich ein Auge für Details und Zusammenhänge bewahrt, kommt man selbst mit wenig eine Weile über die Runden. Ohne Sammeln geht's natürlich nicht. Ich nehme dir die Fussel ab. Ein Goldstück pro Fussel. Was? Gold für Fussel? So ist es. Ich gebe dir meine 10 Fussel. Das macht 10 Goldstücke. Abgemacht. Die Fussel gehören dir, Jungchen. Bitte, bedient euch. Wirklich? Sieht's ja aus, als hätte ich was zu verschenken. Egoist. Mir graut schon wieder vor dem Brunnengang. Wegen des schweren Bottichs? Pah, meine kleine Hadufunz. Nimmt's noch mit jeder Last auf. Nee. Mich graut's vor dem plappernden Geschwätz der Waschweiber. Kim. Die Kleidung mit Flicken liegt links, die aus Flicken hergestellte Kleidung rechts. So kennt ein jedes Ding seinen Platz. Ich bin versucht, den ganzen Kram auf der Stelle zu zerwühlen. Wie gemein. Manchmal starre ich ihn an, manchmal starrt er vorwurfsvoll zurück. Zurzeit liegt er in Führung. Okay. Jetzt rede ich noch mit ihr und dann muss ich auch schon wieder den Part beenden. Je. Hab schon viele Winter gesehen, aber ich fürchte, der nächste wird mein letzter. Okay. Gehen wir weiter. Der Kamin ist derart aus, dass es einen schon beim Hinsehen fröstelt. Okay, dann würde ich sagen, bedanke ich mich mal fürs Zuschauen bei euch. Die Katze hat einen ganz besonderen Ruf. Und wir schauen uns dann die Katze beim nächsten Mal an. Hängt da eine Katze am Galgen? Okay, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao.